Sagen Sie zu den ersten Hochrechnungen, die die FPÖ jetzt erreicht hat? Das ist ein großartiges Ergebnis. Man sieht, dass ein Bedarf da ist für gute Politik. Die Menschen wollen eine andere Politik und das ist in diesem Ergebnis auf jeden Fall zum Ausdruck gekommen. Sie wollen Veränderung, das ist das Hauptmotiv, was man dieser Wahl entnehmen kann. Jetzt hatten Sie im Leben auch schon ein bisschen Veränderung, Sie sind wieder zurückgekommen zur FPÖ. Es war ein guter Zeitpunkt jetzt. Es geht darum, dass ich immer freiheitliche Politik machen wollte und die auch gemacht habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Wähler das unterstützen und wir ein so gutes Ergebnis erzielt haben. Wo sehen Sie jetzt Ihre Ziele beim Durchsetzen, wenn Sie jetzt, also wenn die FPÖ sich noch weiterhin stärkt, Sie auch gestärkt sind, dann wo sehen Sie jetzt Ihre politischen Ziele, weil Sie ja auch sagen, Sie wollten schon immer freiheitliche Politik machen? Im Wahlkampf haben ja viele Parteien so getan, als würden sie gerne freiheitliche Politik umsetzen nach der Wahl. Jetzt werden wir herausfinden, ob das tatsächlich so ist. Es werden Gespräche geführt und wir werden sehen, wo es Schnittmengen gibt. Denn letztlich geht es darum, eben freiheitliche Politik umzusetzen. Und das Wahlergebnis zeigt genau in diese Richtung. Die Menschen wollen, dass das endlich passiert. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass man bei Gesprächen dann auch Schnittmengen finden wird können. Auf welche Punkte spielen Sie da jetzt konkret an? Also gerade was die Flüchtlingsproblematik betrifft, gibt es ja ganz eine klare Linie, die wir immer schon fahren, auch schon viel länger als die ÖVP oder andere, das auch schon ins Programm genommen haben. Und jetzt geht es darum, ob die auch wirklich bereit sind, das umzusetzen. Und das wird herauszufinden sein in den nächsten Tagen und Wochen. Und ja, und dann werden wir sehen, was hier an freiheitlicher Politik auch wirklich umgesetzt werden kann. Das heißt, wenn es keinen wirklichen Partner geben sollte, der eben mit Ihnen diese freiheitlichen Ideen so umsetzen möchte, gerade die Punkte, Heinz-Christian Strache hat immer wieder erwähnt, die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild, natürlich Grenzschutz oder wieder Grenzkontrollen, wenn die EU-Außengrenzen nicht geschützt werden können. Wenn diese Ideen eben nicht mit Ihnen umgesetzt werden wollen oder können, gehen Sie dann in die Opposition? Also wir haben ja in der Opposition auch schon viel bewegt. Wenn Sie sich zurückerinnern an 2015, da waren ja alle gegen uns. Mittlerweile haben alle Teile unseres Programms übernommen. Das heißt, man sieht, man kann auch in der Opposition einiges bewegen. Und deshalb ist für uns gar nicht so wichtig, ob Regierung oder Opposition. Es geht darum, dass freiheitliche Politik gemacht wird. Und das ist die Richtschnur und der Gradmesser. Und ja, das wird auch immer so sein. Wenn Sie auf den heutigen Abend blicken, beziehungsweise auf den morgigen Tag, wie starten Sie jetzt durch? Wir werden jetzt ausgiebig feiern, denn es ist ein großartiger Tag. Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erreicht und morgen gibt es einen blauen Montag, das heißt morgen ist frei. Und da haben wir dann viel Zeit zum Nachdenken, wie es jetzt dann auch weitergehen wird. Vielen lieben Dank.